zum Thema Migration, Flüchtlinge, Innenpolitik. Alexander Gauland. Herr Gauland, bitte. Ja, meine Damen und Herren, von mir auch einen schönen guten Tag. Zur Europapolitik ist gerade alles gesagt worden. Zur Migrations- und Flüchtlingspolitik, unser Hauptthema, kann man nur sagen, dass alles so weitergeht wie bisher. Es gibt keine Obergrenze. Das Unrecht geht weiter. Nur haben wir jetzt einen Minister, der vorher gesagt hat, dass das ein Status des Unrechts ist. Und man fragt sich natürlich, nachdem man liest, was Herr Seehofer jetzt alles anfassen will, was er alles ins Schaufenster der CSU jetzt stellt, was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht? Die CSU war ununterbrochen in der Regierung. Man hätte all das, was Herr Seehofer jetzt wieder zum x-ten Mal ankündigt, ja schon umsetzen können. Man hätte abschieben können, man hätte solche Zentren einrichten können, hat man aber nicht. Und da wir die CSU kennen, wie sie ist, jedenfalls Dinge laut ins Schaufenster zu stellen, aber um Gottes Willen nichts zu machen, ist mir völlig klar, dass das eine weitere Ankündigung bleibt. Im Koalitionsvertrag ist keine Obergrenze genannt. Man geht davon aus, dass nicht mehr als 220.000 Menschen nach Deutschland kommen werden. Wie das umgesetzt werden soll, wie das realisiert werden soll, kein Wort davon. Es gilt das Zitat von Martin Schulz, auch wenn er selbst nicht mehr dabei ist. Wenn jetzt mehr kommen, zum Beispiel 260.000, dann kommen eben mehr. Soweit zur Obergrenze, soweit zum Unrecht. Sie kennen das alles, Familiennachzug, 1.000 pro Monat, dann gibt es Sonderkontingente. Und ich weiß doch, was in dieser Gesellschaft geschieht. Es wird überall Menschen geben, die Behauptung aufstellen, also dem muss noch geholfen werden und dem muss noch geholfen werden. Was las ich heute, dass diese merkwürdige nepalesische Familie doch jetzt wieder in Deutschland ist, nachdem selbst Richter in Deutschland deutlich gesagt haben, dass es so nicht geht, werden jetzt nicht etwa diese Familie angegriffen, sondern es werden die Richter angegriffen. Ja, ich weiß, die Anzahl der Rückkehrer soll und muss gesteigert werden, aber auch hier wird das Freiwillige vor dem Zwang versucht durchzusetzen, aber eben freiwillig. Warum sollen Menschen freiwillig zurückgehen, wo sie es hier doch sehr viel besser haben als in ihrem Heimatland? Dann soll das Dublin-Verfahren überarbeitet werden. Nur es soll plötzlich nicht mehr das Land zuständig sein, was ja völlig eindeutig war, wo sie zuerst EU-Boden betreten haben, sondern jetzt, wo sozusagen persönliche oder familiäre Bindungen bestehen. Wir alle wissen, was dabei rauskommt. Die meisten familiären Bindungen bestehen in Deutschland und also werden auch diese Menschen hier bei uns aufgenommen. Diese Politik ist ein Weiter-so. In den Personalien hat Jörg Meuthen das bereits dargestellt. Das Thema innere Sicherheit wird gar nicht weiter behandelt. Was man da ändern kann, ja, es werden ein paar Stellen mehr eingestellt. Geld ist ja im Moment da. Aber wie man die innere Sicherheit in diesem Lande nach dieser Katastrophe sicherstellen will, das kommt in dem ganzen Koalitionsvertrag nicht vor. Und von daher, es ist ein Weiter-so mit ein paar neuen Namen. Und diese neuen Namen, die würde es auch nicht geben, wenn die AfD nicht ununterbrochen Druck machen würde. Ich bin mal gefragt worden, wie wir das Jagen uns vorstellen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass überhaupt jemand wie Jens Spahn bei dieser Kanzlerin Minister geworden wäre, wenn nicht seine Positionen, die zwar nicht unsere sind, aber die jetzt jedenfalls kritisch zu der derzeitigen CDU-Politik sind, wenn nicht diese Positionen plötzlich in der Basis der CDU offensichtlich großen Widerhall finden. Das heißt, nur unsere Stärke, nur unsere Wahlerfolge garantieren überhaupt, dass diese Bundesregierung sich, wenn auch in Millimeterschritten, mal in eine richtige Richtung bewegt.
Und deswegen kann ich nur sagen, wir sind die wirkliche Opposition in diesem Parlament. Und genau diese Aufgabe werden wir auch wahrnehmen. Vielleicht so viel zum Anfang. Danke. Georg Ismar von der dpa. Herr Meuthen, eine Frage an Sie. Sie sprechen ja gerade davon, das Existenzminimum sichern und prangern die Situation der Hartz-IV-Empfänger an. Das ist jetzt ja auch noch bei der ganzen Debatte um die Essener Tafel zutage gekommen. Was stellen Sie sich denn genau davor, also sozusagen die Situation für die Hartz-IV-Empfänger zu verbessern? Welche Sätze schweben Ihnen davor? Und an Herrn Gauland die Frage, wem außer Herrn Spahn haben Sie denn noch ins Kabinett verholfen? Also ich fange mal mit dem ersten Teil der Frage an, da ich zuerst angesprochen war. Die Hartz-IV-Sätze müssen gar nicht groß verändert werden. Eine weitere Senkung ist nicht machbar, weil dann geht es wirklich ans Existenzminimum ran. Das wird sauber ausgerechnet und das ist nicht das Problem. Das Problem aber ist, dass uns immer wieder erzählt wird, oder der Bevölkerung immer wieder erzählt wird, hier werden nicht die einen gegen die anderen ausgespielt. Dadurch, dass wir jetzt die vielen Migranten haben, die die anderen Flüchtlinge nennen, was sie zu geringen Teilen auch sind, zu weiteren Teilen aber nicht, stehen natürlich die Ausgaben, die jetzt dafür verwandt werden. Und gucken Sie sich an, was mit den Budgetüberschüssen passiert. Die gehen alle in die Flüchtlingsreserve, wie sie genannt wird. Die stehen natürlich für sozialpolitische Versorgung der einheimischen Bevölkerung nicht zur Verfügung. Dann heißt es, die böse AfD, die geht hin, spielt die einen Schwachen gegen die anderen Schwachen aus. Aber so ist das nicht. Sie können es exemplarisch in der Wohnungspolitik sehen, was ein Riesenthema im Sozialbereich ist. Wir haben einen bestimmten Bestand an Wohnungen, den können Sie nicht ad hoc, weil da mehrere Millionen Menschen kommen, erhöhen, sondern das geht sehr, sehr langsam. Und was Sie hier erleben, ist, dass Sie Wohnungszuweisungen haben Migranten. Und dass andere Menschen, die eben nicht Migranten sind, die aber sozial schwach sind, keine Wohnraumversorgung mehr bekommen. Das geht so weit, dass Leute, die über 20 Jahre in einer Mietwohnung sitzen, die eigentlich einen Bestandsschutz genießen sollten, in Einzelfällen aus ihren Wohnungen rausgekündigt werden, weil die Kommunen in ihrer Verzweiflung sagen, wir müssen Wohnraum für Flüchtlinge schaffen. Das ist eine absurde Situation. Und sehr wohl ist es so, es ist eine Binse. Sie können den Euro nur einmal ausgeben. Wenn Sie ihn für die Migranten ausgeben, steht er für die soziale Versorgung der Bevölkerung nicht zur Verfügung. Und wenn Sie sich anschauen, wie die soziale Realität von Millionen Menschen in diesem Land ist, angesichts des doch immer wieder behaupteten Reichtums, übrigens auch angesichts der Rekordsteuereinnahmen, dann ist das schockierend, was wir da erleben. Und das ist kein Ausspielen, sondern das ist einfach die Beobachtung einer Tatsache. Sie können eine Wohnung nur einmal vergeben. Entweder Sie vergeben sie an Migranten oder Sie vergeben sie an einheimische Wohnbevölkerung. Und wenn sie an Migranten vergeben ist, haben die keine mehr und entsprechend chaotisch sieht das aus. Herr Gauland. Also ich habe nicht behauptet, dass ich irgendjemandem im Kabinett jetzt dazu verholfen habe, Minister zu werden, sondern ich habe Folgendes festgestellt. Als die Wahl vorbei war, hat Frau Merkel gesagt, ich wüsste nicht, was wir hätten anders machen können oder sollen. Und plötzlich versucht sie jedenfalls, wenn auch in Trippelschritten, was anders zu machen. Diese Einsicht, dass es nicht ganz so weitergeht und dieser Einsicht verdankt Jens Spahn sein Ministeramt, die ist gewachsen dadurch, dass die AfD ein so tolles Ergebnis erzielt hat. Und nur das habe ich dargestellt. Würde dieser Druck nachlassen von uns, sowohl in der Opposition wie bei Wahlerfolgen, ging das in demselben alten Trott weiter. Und von daher ist es schon wichtig, dass eine grundsätzliche Oppositionspartei, nicht die, die auch ein bisschen mitregieren wollen, eine grundsätzliche Oppositionspartei die Volksparteien zwingt, vorsichtig anders zu werden. Sie merken das ja auch an diesen merkwürdigen Interviews. Von Frau Schwesig habe ich gestern das erste Mal gelesen, dass sie doch irgendein gewisses Verständnis für Menschen hat, die diese Veränderung in Deutschland nicht wollen. Vor kurzem war das noch völlig hoffnungslos. Das heißt, alle Volksparteien, alle beiden Volksparteien begreifen zumindest in Ansätzen, dass wir die Folge einer Entwicklung sind, die AfD, die diese Parteien verschuldet haben, indem sie die Gesellschaft gespalten haben und indem sie eine Politik vertreten haben, die ein großer Teil auch ihrer Basis nicht will. Ich möchte mal wirklich wissen, welche Verkäuferin im Ruhrgebiet oder welcher Bandarbeiter
bei Volkswagen Interesse daran hat, wie der Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen geregelt wird. Ich fürchte, da finden Sie gar keinen. Aber das war zwischendurch das wichtigste Thema. Und dass sich da was ändern muss, damit Deutschland nicht gespalten wird, das beginnen Gott sei Dank einige wenigstens in Ansätzen zu begreifen. Lassen Sie mich, weil wir Wichtigeres zu tun haben, als über derlei Petitessen zu reden, vielleicht noch etwas sagen. Was wir zu tun haben in den nächsten Jahren ist Folgendes. Wir müssen sehen, was sind die Kernprobleme. Und das ist der Bereich, den Alexander Gauland ja angesprochen hat, das ist die Migrationsproblematik. In der Tat müssen wir da nicht eigene Gesetzesvorschläge bringen. Aber wir müssen eine Vorstellung haben und haben sie auch, wie kann man das anders machen. Bei dem, was Herr Seehofer da jetzt gerade auf den Weg bringen möchte mit seinem Masterplan, die Zahl der Abschiebungen erhöhen und andere mehr, das sind die Probleme unseres Landes. Damit können Sie das Problem nicht lösen. Selbst wenn Sie die Zahl der Abschiebungen galant verdoppelten, was er angesichts der Rechtslage auf keinen Fall schaffen wird, da lege ich mich fest, sind die binnen eines Monats hier reinkommen, mehr als die Herr Seehofer im Erfolgsfall binnen eines ganzen Jahres abschieben kann. Das heißt, die Frage, die wir uns hier stellen, das ist das Thema dieser Pressekonferenz, was ist von diesem Koalitionsvertrag zu halten? Und das wird anhand der Frage beantwortet, wo wird Deutschland in einem Jahr stehen, wo wird es in maximal 4 Jahren stehen? Und da fällt angesichts dessen, was der Koalitionsvertrag vorliegt, nicht schwer zu sagen, das ist nicht nur ein weiter so, was da gemacht wird, das ist sogar ein schlimmer noch. Ich lege mich fest, wir können uns hier in einem Jahr wieder verabreden, dann machen wir eine neue Pressekonferenz, dann gucken wir, wie die Migrantenzahlen in einem Jahr aussehen oder in 2 Jahren. Und ich sage Ihnen, wir werden noch mehr Menschen hier drin haben und wir bewältigen die nicht, die wir haben. Weil der Ansatz, den die wählen, nämlich die Menschen zunächst einmal reinzulassen und sich dann um eine zügige Abschiebung zu bemühen, nicht funktionieren kann, wenn sie die Migrantenzahl wirklich auch nur stoppen wollen. Von einem Senken kann gar nicht die Rede sein. Das sind die großen Themen, die wir haben. Und darum müssen wir uns bemühen. Und da kommen wir auch mit alternativen Vorschlägen. Die haben wir aber auch bereits. Herr Pappas mit der nächsten Frage. Hier. Pappas, Griechische Zeitung, dann eine Frage an Herrn Meuthen. Herr Meuthen, Sie haben sich für eine fehlende Solidarität Griechenlands und Italiens gegenüber Deutschland beklagt, bei Ihrem Eingangsstatement. Was meinen Sie damit? Also meinen Sie die Flüchtlingskrise? Sollen Griechenland oder Italien die Flüchtlinge in Ägäis oder im Mittelmeer ertrinken lassen, damit sie nicht einmal nach Deutschland kommen? Also danke für die Frage. Sie haben mich dann vermutlich missverstanden. Womöglich habe ich mich unscharf ausgedrückt. Ich beklage nicht eine fehlende Solidarität etwa Griechenlands, sondern ich stelle fest, dass Griechenland überhaupt in keiner Weise angesichts seines ökonomischen Desasters imstande wäre, solidarische Leistungen finanzieller Natur an andere Staaten zu leisten, weil Griechenland aufgrund des Verbleibens im Euro und des völlig verfehlten Währungsexperiments in einer Lage ist, in der das für Griechenland völlig unmöglich ist. Das, mit Verlaub, werfe ich Griechenland nicht vor, das kann man den Griechen auch nicht vorwerfen, sondern ich stelle fest, dass die Solidarität, die innerhalb der Europäischen Union hier eingefordert wird, zwangsläufig eine Einbahnstraße ist und das ist im Kern eine Einbahnstraße von Norden nach Süden. Der Süden könnte es auch gar nicht anders und das werfe ich dem Süden nicht vor. Zusatzfrage? Bitte. Ja, da wir beim Thema Flüchtlinge sind und EU-Außengrenze und Schutz der Außengrenzen der EU. Deutschland beteiligt sich ja bei diesen Maßnahmen der Schutz der Außengrenzen. Sind Sie dafür? Soll Deutschland mehr dafür tun oder interessiert sich das Thema Außengrenze der EU? Das Thema Außengrenze ist für uns alle eminent wichtig und es ist definitiv ein Thema der Europäischen Union. Solange wir im Innenverhältnis die Schengen-Regelung haben wir eine gemeinsame Außengrenze, weil die Innengrenze quasi aufgehoben ist. Und was wir definitiv brauchen, sind funktionierende Außengrenzen. Und da ist Deutschland gefordert, wie alle anderen 27 Mitgliedstaaten der Union auch. Und da gehen auch unsere Lösungsansätze hin. Wir müssen zunächst einmal dafür sorgen, das sagt sich leicht, ich weiß sehr wohl, wie schwer das umzusetzen ist, dass die Außengrenzen der Europäischen Union dicht sind. Und dass über die Frage, wer darf in die Europäische Union einreisen, entschieden wird in Aufnahmezentren außerhalb der Union. Das setzt zum Beispiel voraus, wenn wir jetzt im Mittelmeerraum sind, dass Frontex eine entsprechende Arbeit machen kann. Das bedarf der Ermächtigung durch Parlament und Rat. Das ist gemeint. Kollege, Herr Pnucci, bitte. Nader Mohammed Fraj, Journalist aus Ägypten. Ich möchte gerne über Einwanderungspolitik, Ihre Einwanderungspolitik oder Vorstellung sprechen.
Also die Zahlen lügen nicht. Also seit 1979 die Differenz zwischen Sterbefällen und Geburtenfällen in Deutschland 200.000 plus minus. Das ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts immer 200.000, 250.000 weniger. In Deutschland fehlen etwa 17.000 Ärzte. Andersrum, die Flüchtlinge oder die kamen in diese Einwanderungskrise, sind 200.000 Akademiker unter den Flüchtlingen. Das sind Angaben von Bundesagentur für Arbeit. Wie ist Ihre Vorstellung, ob wir wollen oder wir wollen es nicht, Deutschland de facto ist ein Einwanderungsland. Das ist etwa jetzt 40 Jahre, seit 1979. Bis jetzt ist immer die Bevölkerung schrumpft. Gut, also zunächst einmal scheinen Sie in dem, was Sie eingangs sagen, davon auszugehen, dass es ein Problem sei, wenn die demografische Entwicklung eine rückläufige ist. Dem halte ich entgegen, das stimmt nicht. Sondern wir können damit ganz wunderbar leben, weil wir haben über Jahre lang ein verfestigtes Problem der Massenarbeitslosigkeit gehabt. Wir haben sie zu Teilen noch, aber sie ist deutlich gesunken. Und wir können rein aufgrund zum Beispiel der Digitalisierungsprozesse feststellen, dass wir erheblich weniger Menschen im aktiven Erwerbsleben brauchen, um das Gleiche zu erwirtschaften oder sogar noch mehr zu erwirtschaften, als wir jetzt erwirtschaften. Das heißt, demografische Konstanz als Zahl der Bevölkerung ist nicht notwendig für das gedeihliche Leben in diesem Land, erstens. Zweitens, niemand von uns wendet sich gegen eine geordnete Zuwanderung, eine wirkliche Zuwanderung von qualifizierten Menschen, die in unsere Gesellschaft passen, die unseren Rechtsrahmen akzeptieren, die Qualifikationen mitbringen und die sich in unsere Gesellschaft und deren Wertschöpfung einbringen wollen. Das ist eine Frage eines Zuwanderungsgesetzes. Und da sagt meine Partei sehr, sehr klar, dem stehen wir aufgeschlossen gegenüber. Wir haben hier auch Vorbilder, da können wir das Australische nehmen, da können wir das Kanadische nehmen, da können wir zu Teilen mittlerweile auch andere europäische Staaten nehmen, die in diese Richtung gehen, etwa Dänemark. Das ist das eine. Das andere sind eben die Flüchtlinge oder die Migranten in der großen Zahl, die da kommen. Und da können wir nicht umhin festzustellen, dass die allermeisten von ihnen für unseren Arbeitsmarkt kurzfristig gar nicht einsetzbar sind und für viele gilt auch langfristig nicht. Das ist auch keine originäre Erfindung der SPD, das hat der AfD, das hat selbst die SPD und unter Frau Nahles zugegeben. Als sie Arbeitsministerin war, hat sie frank und frei gesagt, mehr als 90% derer, die zu uns kommen, sind in kurzer und mittlerer Frist für den Arbeitsmarkt nicht einsetzbar. Und dann wandern diese Menschen in die Sozialsysteme ein. Das ist nicht das, was wir für unser Land wollen. Wir wollen eine produktivitätsgeleitete Wanderung sehr wohl. Eine Sozialmigration lehnen wir ab. Ein wichtiger Teil des Koalitionsvertrags ist ein neuer Zusammenhalt in der Gesellschaft. Können Sie mal kurz skizzieren, was Ihre Politik ist, die diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt, mal abgesehen von Ihrem Megathema Flüchtlingspolitik? Mit dem Zusammenhalt, der Zusammenhalt dieser Gesellschaft leidet darunter, dass man eine Masseninvasion von Menschen, die nicht in diesen Kulturkreis gehören, zugelassen hat. Herr Seehofer hat das ja alles so schön erklärt, das Herrschaft des Unrechts. Die müssen Sie denen die Frage stellen nach Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir haben die Gesellschaft nicht gespalten. Frau Merkel hat diese Gesellschaft gespalten. Und das wird so schnell nicht vorbeigehen. Das ist nun mal so. Da kann man jetzt viel machen mit Integration, will ich gern zugeben. Aber die Ursache ist gesetzt worden durch die Öffnung der deutschen Grenzen. Herr Gauland, Herr Meuthen, herzlichen Dank, dass Sie sich kurzfristig unseren Fragen stellten. Nicht alle konnten gestellt werden. Damit ist diese Bundespressekonferenz zu Ende.